Im neuesten Minecraft-Snapshot gibt es jetzt Lush Caves und das ist nur ein ganz kleiner Teil, das ist noch gar nichts von dem, was wir gleich noch sehen werden. Aber zuerst gucken wir uns mal die anderen Änderungen an und zwar hat sich bei dem Deep Slate was verändert, da gibt es jetzt neue Blöcke und der wurde übrigens auch übersetzt, der heißt jetzt Tiefenschiefer auf Deutsch. Und zwar gibt es hier jetzt den rissigen Steinziegel, das gibt es ja bei den normalen Steinen genauso, hat es aber bei dem Deep Slate noch nicht gegeben, den gibt es jetzt aber. Und diese Tiefenschiefer Fliesen, die gibt es jetzt ebenfalls dann auch in der gebrochenen rissigen Variante. Und was könnte noch fehlen? Ja, natürlich der Tiefenschiefer mit einem Silberfisch drinnen. Also der befallene Tiefenschiefer, der dann eben bei den Endportalen spawnt. Und dann haben wir jetzt tatsächlich Deep Slate Erze bekommen, die eigentlich gar nicht natürlich spawnen können, weil die eben über der Höhe 0 alle spawnen. Aber die Entwickler haben es trotzdem hinzugefügt, um eben Map-Erbauer oder Custom-Welten eben eine Chance zu geben, da die ebenfalls zu generieren, so dass es gut aussieht. Also haben wir jetzt hier Kohle, Kupfer und Emeralds. Generell die Erztexturen haben sich geändert, aber das ändert sich jetzt sowieso ständig. Ich erwähne das einfach gar nicht mehr. Aber die Erz-Spawn-Raten, die erwähne ich schon noch. Und zwar gibt es da jetzt generelle Änderungen bei der Menge, wie oft Erze spawnen. Aber die Besonderheiten sind jetzt zum Beispiel eben die Kohle. Die spawnt jetzt nämlich nur mehr reduziert in Höhlen, beziehungsweise wenn die eben mit Luft in Kontakt treten und kommen dann eben häufiger beim Strip-Minen vor. Und die Eisen-Spawn-Höhe wurde geändert. Und zwar ist Eisen ab oder unter der Höhe 80 gespawnt. Aber jetzt spawnen die erst unter Höhe 56. Und was ja generell bei einem Update neu ist, dass nicht überall gleich viel Eisen spawnt, sondern dass es eben Hotspots gibt und das wäre eben beim Eisen die Höhe 16. Also wenn man Eisen unbedingt finden möchte, dann sollte man bei Höhe 16 Strip minen, denn da gibt es das meiste und das lag nämlich vorher bei Höhe 32. Zwischen der Höhe minus 24 und minus 32 spawnt gar kein Eisen mehr und unter der Höhe minus 32 spawnt wieder Eisen, allerdings eben in Form von kleineren Adern und geringeren Mengen. Und beim letzten Snapshot kam ja auch dazu, dass eben jetzt die obere Textur vom Tiefenschiefer etwas anders aussieht als bei den Seiten und da gab es den Bug, dass es eben wirklich immer nur oben ist und die kann man jetzt aber auch rotieren, so wie eben Baumstämme, dass sie dann eben auch bei den Seiten sind und dafür die normale Textur oben bzw. links rechts. Und jetzt kommen wir zu dem Highlight und zwar den Lush Caves und da sei gleich mal erwähnt, dass man aktuell diese Lush Caves nicht in normalen Welten findet, das heißt man muss bei dem Erstellen einer Welt den Welttyp einzelnes Biom auswählen und dort dann eben die Lush Caves auswählen, um das selber auszuprobieren. Und jetzt gucken wir mal, wie das hier aussieht. Das ist unglaublich. Also die Lush Caves sind wirklich extremst geil und ich habe die Helligkeit erhöht. Also normalerweise wäre das hier schön dunkel und dann hätte man hier überall diese Bären, die dann eben diese Höhlen erleuchten. Das heißt, man braucht da eigentlich dann gar keine Fackel mehr, weil sowieso diese Höhle sehr, sehr hell ist durch diese Bären eben. Bei der Form der Höhlen an sich hat sich überhaupt nichts geändert. Also diese Moose und was da alles dazugekommen ist, die werden einfach nur in den ganz normalen Höhlen, die man bereits von den letzten Snapshots-Kante hinzugefügt. Das Einzige, was eben anders ist, dass es hier eben diese Clay-Wasserpools gibt. Also da spawnen überall diese Clay-Wassertümpel, weil eben diese Tropfblätter nur in Wasser oder auf Clay wachsen können. Wenn ihr euch fragt, was das hier alles für Blöcke sind, dann könnt ihr den Snapshot 21W05 von mir angucken. Der ist jetzt gerade rechts oben bei der Infokarte verlinkt. Da werden dann diese Blöcke nochmal genauer erklärt. Was aber bei dem Video eben da noch nicht erklärt war, waren die Bäume, weil die jetzt erst erschienen sind. Also so sehen jetzt die neuen Azalea-Bäume aus und die wachsen eben in Höhlen auf diesen Rooted Dirt, der neue Block hier, die Wurzelerde. Und unter der Wurzelerde sind dann eben die Hängewurzeln. Wir befinden uns ja aktuell im Biom Lush Caves und ich weiß nicht, wie das oberirdisch sein wird, ob sich das noch verändern wird. Jedenfalls sieht das aktuell ziemlich öde aus und das Einzige, das hier oberirdisch spawnt, sind eben die neuen Azalea-Bäume. Zwar nicht häufig, aber sollte man so einen Azalea-Baum oberirdisch sehen, kann man sich sicher sein, dass unterirdisch dann eben die Lush Caves spawnen. Und es gibt jetzt zwar die Azalea-Bäume, aber es gibt keine Saplings dazu. Also die Azalea-Büsche sind nicht die Setzlinge von den Bäumen. Möglicherweise kommt das noch dazu, aber aktuell gibt es eben keine. Und beim letzten Snapshot gab es ja den Bug, dass bei den Fossilien die ganz normale Kohle spawnt, die normalerweise auch spawnen würde. Und die gab es ja damals noch nicht als Deep Slate Kohle. Es gäbe zwar jetzt die Deep Slate Kohle, aber die haben jetzt trotzdem nicht die Deep Slate Kohle hergenommen, sondern tatsächlich Diamanten. Und das gar nicht mal so wenig. Also für das, dass das hier so ein kleines Fossil ist, da gibt es ja noch teils viel größere, gibt es hier 4 Diamantenerze und das ist schon mal ein gutes Stück Erz. Ihr könnt jetzt noch weitere Snapshot-Videos ansehen, aktiviert die Glocke, um kein einziges Snapshot-Video zu verpassen. Lasst noch eine Bewertung da und dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.